Kennst du das, dass der Monat viel länger dauert als das Geld? Ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben und da würde ich jetzt gerne mal mit dir sprechen, wie du mehr in die Fülle kommst oder vielleicht auch mal so richtig in deinem Leben in die Fülle kommst, ohne weiter auf Sparflamme zu leben. Herzlich willkommen zu diesem Video hier. Schön, dass du da bist. Ja, meine Eingangsfrage, wenn der Monat viel länger dauert als das Geld. Bei mir war das früher so. Wie oft habe ich mir schon am 3., 4., 5. des Monates gewünscht, dass schon wieder der 1. ist? Weil wir sind ja alle so geprägt von unserem Werdegang her, also von der Schule, vom Elternhaus und später eben auch vom Beruf, vom Berufsleben. Ist wahrscheinlich bei dir jetzt ja auch noch so, dass wir einmal im Monat eine Summe auf unser Konto bekommen, sei es am Monatsersten oder zur Monatsmitte. Und da ja, schauen wir dann den ganzen Monat, wie wir mit dieser Summe über die Runden kommen. Das ist so das Normal. Und ich habe da so ein Erlebnis in meinem Leben gehabt, wo ich mal eine Summe Geld von A nach B gefahren habe, also von einer Bank zur anderen in bar, und war so froh, als ich dieses Geld bei dieser Bank abliefern konnte, weil ich mich so unwohl gefühlt hatte mit diesem Betrag. Das war ein Betrag, den ich halt üblicherweise überhaupt noch nie in der Summe bei mir hatte. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, es ist alles eine große Form von Energie. Alles. Ja, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Wir alle sind ein Teil dieser großen ganzen Energie. Und alles, was wir mit unserem bloßen Auge sehen können, ist nichts anderes als Materie, beziehungsweise verdichtete Energie ist der bessere Ausdruck. Und so ist ja auch Geld nichts anderes als eine Form von Energie. Bedrucktes Papier im übertragenen Sinne, ganz flapsig mal gesagt. Nur zu diesem Thema Geld haben wir einfach ein ganz, ganz, ja, ich nutze weniger gern diesen Ausdruck schlecht oder gut, schlechtes Mindset. Wir haben ein wenig förderliches Mindset. Wir haben da ganz viele Muster, Glaubenssätze und Prägungen daran. Und nochmal, um da auf das Beispiel zurückzukommen, ich habe mir dann im Auto Gedanken gemacht, was ist, wenn ich jetzt irgendwo halten muss, auf die Toilette gehen muss, wenn das Auto geklaut wird, wenn mir die Handtasche geklaut wird, wenn ich das Geld jetzt nicht dort bei der Bank abliefern kann. Und, so die abenteuerlichsten Dinge. Also, ich hatte ein ganz ungutes Gefühl bei mir mit dieser für mich damals riesengroßen Summe Geld. Und dann habe ich mir gedacht, oder bin so auf den Trichter gekommen, und das Erkennen ist immer so der erste Anfang, und dann auch etwas im Leben zu verändern. Was wäre, wenn ich zu diesem Geld jetzt das Verhältnis hätte, wie zu meinem Partner, der inzwischen seit 25 Jahren an meiner Seite ist, zu unseren wunderbaren Kindern, die seit 19 und 21 Jahren auch an unserer Seite sind, zu allem anderen, was ich in meinem Leben liebe, was schon lange an meiner Seite ist. Was wäre, wenn ich zu Geld genau diesen gleichen Liebesbezug hätte? Wie gerne wäre es dann bei mir? Wie gerne würde es bei mir bleiben? Und wie gerne würde es auch zu mir fließen? Weil ich hatte auch immer in meinem Leben das Gefühl, es fließt zwar Geld in mein Leben, aber es fließt wieder schneller weg, als ich es überhaupt zu mir fließen lassen kann. Es zerrinnt mir zwischen den Fingern. Diesen Ausdruck kennst du bestimmt auch. Und so habe ich immer auf eine unbewusste Art und Weise es geschafft, mir Situationen zu erschaffen, dass auch tatsächlich Geld immer wieder weg war und weniger zugeflossen ist. Und jetzt stell dir vor, wenn du jetzt beginnst, deinen Bezug zu Geld zu ändern, in die Heilung zu bringen, Geldenergie so anzuziehen, aber auch so anzusehen, wie der Partner an deiner Seite, den du liebst, wie die Kinder an deiner Seite, die du liebst, oder die Dinge in deinem Leben, die du liebst, die ganz selbstverständlich da sind, wie du selbstverständlich auch, keine Ahnung, vielleicht zur jetzigen Zeit über eine Obstwiese gehst und dir frisches Obst pflücken kannst, oder wie du ins Geschäft gehst und dir frisches Obst und Gemüse kaufen kannst, um dich gut zu ernähren. Da machst du dir auch keine Gedanken drum. Und stell dir vor, auch auf diese Art und Weise könntest du deine Beziehung zu Geld heilen, Geld als deinen Liebespartner, um es mal so auszudrücken, an deiner Seite zu sehen. Was würde das alles verändern? Und deshalb würde ich dich jetzt dazu einladen, beginne Geld zu lieben. Beginne Geld zu lieben, damit es sich wohl bei dir fühlt, damit es gerne zu dir fließt. Lass es auch gerne unter dem Aspekt, dass alles eine Form von Energie ist, weiterfließen.
Und dann wirst du merken, dass auf wundersame Art und Weise auch immer mehr Geld in dein Leben fließt und du es auch so steuern kannst, dass das Geld auch mal in dein Leben fließt, so wie du es eigentlich gerne hättest. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wenn du künftig dich mehr befreien möchtest von Ängsten, wenn du angstfreier leben möchtest, dann schau unbedingt jetzt gleich auf das nächste Video an, das du hier eingeblendet findest und dann sehen wir uns gleich wieder mit den nächsten Impulsen. Ganz lieben Dank für dein Dabeisein hier. Ganz liebe Umarmung. Bis gleich. Ciao, ciao.